Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Portia. So, ich habe ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt richtig schön viel Platz und ich kann auch hier jetzt durchlaufen. Tatjana kann dann auch besser da durchlaufen. Habe ich schon alles gedüngt. Sehr schön, sehr schön. So, ich hätte gerne aus meiner Kiste und aus der Tierkiste... Tierkram. Ich hätte gerne die ganzen Knochen bei mir. Ich hätte gerne Energiekristalle. Ich hätte gern die Energiekristalle bei mir. Das da und das da. Weil, und ich hätte gerne den ganzen Fisch bei mir. So, wo essen Fisch. Fisch 1. Das hier und haben wir hier auch nochmal mehr. Da ganz viel Fisch. Warum will ich das bei mir haben? Warum stecke ich mir das jetzt in die Tasche? Jedes Mal, wenn ich an Scrap oder an Pinky vorbeigehe, denke ich mir, warum habe ich keinen Fisch dabei? Oder keine Knochen? Oder. So. Die Sachen sind eh noch ein bisschen am Produzieren. Ich kriege das Förderband noch nicht fertig. Ich würde, glaube ich, erstmal, weil ich habe die Stahlrahmen nicht. Und dafür brauche ich die Carbon-Stahldinger. Deswegen soll das mal in Ruhe herstellen. Dann machen wir erstmal die wunderschöne Lara. So, weil beim Graben habe ich in einer Kiste eine Eisenstange gefunden. So, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo ich die hingepackt habe. Doch hier, das da und das da brauchen wir. Dann brauchten wir... Ich habe keine Ahnung, was wir noch brauchten. Ach ja, Porzellanteller, da habe ich nachgeguckt. Die gibt es anscheinend hier oben zu kaufen. Beim runden Tisch an der Kasse außen. Das heißt, bei Sonja am Dingens, an der Tafelrunde. Tatsache, Porzellanteller. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, wir kommen mit 5 aus. Ich dachte erst, ich muss die suchen oder so. Aber das verkaufen, verkauft die Tafelrunde. Mehr oder weniger eigentlich Sonja, weil Sonja steht ja immer neben der Kasse. So, das heißt, wir haben jetzt, genau, Bronzerohr, Stahlplatte. Oh, ich hoffe, ich habe genug. 4 Stück, sehr gut. Bronzerohr, Stahlplatte, rostiges Eisenrohr, Schläge, Eisenpfanne. Porzellante, Lederohren, genau, da war ja was. Da wollte ich doch eigentlich noch Leder gedingst haben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was? Sag mal, mein Hirn, ne? Mein Hirn. Es ist nicht mehr schön. Das, ja. Ach genau, Eisenpfanne. Meine Güte. Ich habe die doch schon hergestellt sogar. Baustoffe. Wo habe ich die? Da habe ich ihn. Da habe ich ihn. So. Das heißt, wir müssen dann gleich noch Ledermetzeln gehen. Aber ich glaube, da muss ich fast warten bis zum nächsten Tag, ne? Und dann kriegen wir vielleicht hier Laura fertig. Einmal, zweimal. Ich meine, das war ja schon mal so weit. So weit waren wir schon mal. So. Und das hier. Und ich bin so froh, dass das in der Kiste drin war. Ja, glaubt es gar nicht. Ah, okay, dafür die Teller. Alles klar. Okay, das heißt, jetzt fehlen nur noch die 2 Lederohren-Dinger. Die wäre auch ohne die eigentlich schon perfekt. Naja. Okay, 18 Uhr, ich habe eigentlich noch genug Zeit. Deswegen fahre ich da ganz schnell hinter. Oh, verdammt, Lederohren, 2 Stück. Ich glaube, man brauchte 8 oder so. Ah, ich weiß es nicht. Ich werde es mir auch nie merken können. Ich hau einfach mal so viele um, wie es geht. Danke. So. Schnell hinterrennen. Ja, die Vögel. Lasst mich in Ruhe. Wir wollen hinten zu den Schlurps. Wenn die so heißen. Ich weiß es nicht. Ne, noch ein Stück weiter oben, oder? Wo waren denn die? Doch, da hinten oben. Oh, Vorsicht.
wo ich dachte, das wäre der kleine Scraps, der es gar nicht war. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe hier fröhlich munter ins Gemetzel. Und ja, bis gleich dann quasi, denke ich mal. 23 Stück, ich denke, damit können wir leben. Ich hoffe, ich krieg damit jetzt die Dings da zusammen. Erstmal wieder nach Hause. Ganz schnell nach Hause. Und dann zweimal Lederhorn und einmal Lara fertig. Oh, ich hoffe, Mr. Egg freut sich. Ich hoffe, er freut sich. Und wir sind zum Glück nicht mittendrin umgefallen. Ich dachte nämlich, wenn ich die 20 nicht voll kriege, dass wir dann vielleicht nochmal her müssen. Genau, ja, ich weiß, ich... Oh, der ist jetzt außer Betrieb. Ja, dann genau um 0 Uhr, ne, macht der Feierabend. Sein wohlverdienter Feierabend, wohlgemerkt. Nicht, ne, das, ja. Und, ja, gucken wir mal. Vögel, lass mich in Ruhe. Vielleicht falle ich sogar auf dem Weg nach Hause erst noch rum. Ich glaube nämlich, ich schaff's gar nicht zu Fuß nach Hause. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe mich verlaufen, oder? Ah, ne, hier ist das Tor. Ein bisschen verlaufen habe ich mich. Yay, hier an der Schaukel. Dann kann ich auch schaukeln. Ich werde jetzt eh gleich ins Bett. Jawohl. Also, nee, ich darf nochmal schaukeln. Glaube ich. Ja, push und damn. Ich bin von der Schaukel geflogen und eingeschlafen. Sehr schön. Oh, oh. Oh, verdammt. Jetzt bin ich ein Geist. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ich hätte nicht schaukeln dürfen. Oh, oh, ich bin ein Gespenst. Ich bin ein Geist. Hilft das vielleicht, wenn wir jetzt laden gehen? Ich hoffe. Sonst habe ich jetzt ein Problem. Ah, okay. Ah, okay. Ich bin quasi immer noch... Ich hoffe, jetzt habe ich Mist gebaut, ne? Jetzt habe ich richtig Mist gebaut. Tüdelü, warte mal, ich probiere mal Hilfe. Ah, jetzt! Sehr gut. Oh, ich war kurzzeitig ein Geist. Ich dachte, ich hätte das Spiel gecrashed hier oder so. Das wäre richtig übel gewesen. So, okay. Dann gib mir Ziviltruppe. Ah ja, habe ich in Auftrag gegeben, weil wegen dem... Nee, Ventil... Nee, wollte ich gar nicht. Egal. Jetzt habe ich's. Okay. Behalten. Dankeschön. Für 1300 Gold. Hey, Handwerker. Ich brauche schon wieder deine Hilfe in den Ruinen auf dem westlichen Plateau. Gibt es einen Durchgang, den ich einfach nicht öffne... Also, Plateau, gibt es einen Durchgang, den ich einfach nicht öffnen kann? Ich denke, das mit einigen kaputten Motoren zusammenhängt. Kannst du mir ein paar Motoren bringen? Bitte nimm auch einige Heilgegenstände und Waffen mit. Die Ruine steckt voller Gefahren. Mali, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was für Motoren. Deswegen stecken wir einfach mal alle Motoren ein, die ich irgendwie finden kann. Unter meiner Baustoffkiste 2 haben wir hier schön Motoren. Und ich baue mal kurz die Z-Kiste. So, da schmeißen wir den ganzen Rest rein. So, da. Nein, brauche ich noch nicht, weil ist noch nicht fertig. Heilgegenstände. Heieiei. Was hat die Frau vor? So, weg damit. Das weg. Motornehmer mit. Das kommt auch alles weg. Ah ne, warte, Lederhorn muss ich jetzt noch basteln, genau. Dann nehmen wir doch mal Heilung mit. Dann gib mir mal Heilerkiste. Hier, Heilung. Mit den Bandagen müsste ich schon auskommen. Die geben wieder GP her. So. Okay. Ich will zweimal Lederhorn bauen. Genau, das war's, was ich wollte. Nein, eine Kupferspule. Fehlen 2 Stück. Ne, warte, ich glaube, die macht man auch hier, ne? Kupferspule. Bitte. Sei dabei hier. Zweimal. Puh, Gott sei Dank. So, dann kriegen wir das nämlich fertig. Ja, und nochmal. Dankeschön.
Ich wollte spannend machen. Ich wollte es spannend machen. So, Lara ist fertig. Wunderschön, oder? So, dann muss ich noch schnell an mein Blümchen gucken. Status, hier, schön düngen, jawohl. Und die braucht keinen Dünger. Ein Kürbis ist das übrigens. Okay, dann geben wir erstmal Laura ab. Lara, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich den Namen immer verdings. Ich habe keine Ahnung. So, hey, Mr. Egg. Hab was für dich. Lara, this looks exactly like her. Sehr schön. Oh, my. But, alas, take this back. I cannot bask in her glory for too long. My eye circuits are starting to fry. You don't want it? Can you place it somewhere in your yard? I will drop by every day to take a look. Just a look, though. Okay, so, und Pinky, ich hab was für dich, da guck mal. Ja, Schnurr, Miau, toll, ne? Richtig schön. So, und hier ist Scraps. Den kann ich jetzt auch endlich hier Geschenke geben. Da, guck mal, lecker, 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 jawoll. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gut, haben wir jetzt eigentlich noch außer die zwei Aufträge irgendwas in Auftrag? Nee, ne? Das hier, da gibt's einen Rock. Hose des Reisenden, okay. Aluminium-Dingsgerüst. Ach, das ist Dana, genau. Also ich kriege einen Rock, wenn... alles klar. Ach so, ein verbesserter Motor. Ich habe nur einen. Kann ich die nicht auch kaufen bei... Ich will jetzt nicht wegen dem Ding in Minen reinkrabbeln. Ich hätte auch direkt reingucken können, ne? Ach, ja. Miau. Kleine Pinky, ich brauche einen Motor. Hast du einen für mich? Ich hoffe, ich kann den hier kaufen. Ich hoffe, ich kann ihn kaufen. Ja, danke schön. Gib mir alle 5, danke. Kostet ja nichts. Ich meine, CDs habe ich sowieso ohne Ende. Petra, hi. Meine Liebe. Ich habe ein Geschenk für dich. I like this gift. Das freut mich. Boah, wie sie sich gedreht hat. Oh. Die hat sich echt gefreut. Gut, dann haben wir das und dies und jenes alles erledigt, würde ich sagen. Es gießt aus allen Eimern. Dann gehen wir Richtung dahin wieder. Und noch einen Auftrag mitnehmen. Noch so einen kleinen, schnuckligen Auftrag. Hi, Russo. Schade, ja gut, ich verstehe es aber auch irgendwie, weil ich meine... Den Roboter, den wir jetzt gebaut haben, ist natürlich nicht die Lara, die er kannte. Und, ja. Und ich glaube, wenn wir die einfach bei uns im Garten stellen und er dann immer wieder so, ne, hingucken kann und sich dann erinnern kann, das ist vielleicht wirklich schön. Ich brauche einen Schaltpult. Ach Gott, Petra, was ist denn das? Verbundsholzbrett. Ich glaube, ich mache das für May. Verbundsdings kann nämlich in der Zeit produziert werden, wenn ich unterwegs bin, genau. So. Und dann, hi Nora. Das gießt aus allen Eimern. So, dann stellen wir die jetzt hier irgendwo in den Garten. Hier, damit das muss ich hier so neben den... Nein, sonst... Nee, hier. Stell sie einfach hier hin. Blums. Ja, sieht doch wunderschön aus. Okay, also wir haben, dann brauche ich ja doch nicht alle Motoren, ich hätte nur nachlesen müssen. Ach doch, Verbundsholz. So, Verbundsholz. Einmal kurz Baustoffe, dann kommen die wieder da rein. Verbundsholz. Haha, guck mal, ich habe das sogar schon fertig. Wo ist da unten? Bei May, natürlich, in der Post. In der Times, Entschuldigung. In der Times. Also. Ah, renn mich nicht über den Haufen, Mr. Egg. Der rennt jetzt bestimmt zu mir in den Garten und flirtet mit Lara 2.0. So, Dr. Xuart sauerlich meint, es eher relaxed. May. Meine liebe May. Hey. Hey.
Das wird dir sehr nutzen. Sehr schön, freut mich. Wieder ein Auftrag mehr erledigt. Ah, fleißig, ne? Wir sind richtig fleißig. Remington, darf ich bei dir mitreiten und bringst du mich, nein, bringst du mich bitte da? Nein, okay. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Warte, was habe ich denn alles in der Tasche? Nichts. Okay, das ist gut. Dann reiten wir mit Tatjana. Und ich muss sie streicheln. Ich muss sie mehr streicheln. Glaube ich. Ich habe sie, glaube ich, zu wenig beachtet. Und das nimmt sie mir jetzt krumm. Wahrscheinlich. Mhm. Tatjana, mein Schätzchen. Ich mache erstmal sauber, okay? Einmal sauber machen und dann reiten wir hierher. Sie hat nur gesagt, wir brauchen Motoren. Wir brauchen... Ah ja, der wollte Jommeltiere kaufen. So viel Arbeit, so wenig Zeit. Immer das Gleiche. So, hüpf. Und ich glaube, mit Tatjana bin ich auch nicht mehr so angewiesen auf die ganzen Töff-Töff-Dinger. Gerade noch geschafft. Weil sie ist schon schnell, ne? Unsere kleine Tatjana. So, wo ist sie jetzt? Irgendwo hier muss sie doch sein, oder? Oder bin ich falsch? Warte mal, ich mache mal meine Markierung weg. Ach so! Nee, Quatsch. Das ist das Bauunternehmen. Wo ist, Mali? Mali? Das ist Abenteuer... Ach, hier! Ich dachte... Die ist noch gar nicht hier. Wo geht's runter? Ach, hier. Da geht's runter. Ich dachte, die wartet oben am Eingang auf mich oder so. Kann ich ja nicht ahnen, dass die da noch so rumtrödelt. Mali? Ist die da vorne? Ist das die? Na, ich glaube. Mali? Das will ich dir nicht schenken. Hey, du. Yes, these will do. Come on, let's go install it. Meet me at the entrance to the ruins. Did you bring the healing items and weapons like I told you to? I'll see you there. Du bist nicht meine Mama. Aber ich hab's dabei. wir hätten uns ja auch gleich direkt am Eingang treffen können. Ah, ich sehe sie jetzt aber oben stehen schon. Ah, ich will wieder mit drauf. Direkt. Jawohl, Tatjana. Einfach supi. So, und wieder weiter. Also ich glaube, ich schicke Tatjana aber nach Hause. Ich streichel sie erst noch. Und dann schicke ich sie nach Hause, weil die muss nicht hier im Regen... Ne, muss nicht sein. Das arme Pferdchen. Die ist eh schon ein bisschen sauer. Oder traurig. Ich weiß es nicht. Solange bis ausgegraut ist. Die tägliche Dosis Streicheleinheit. Okay. Und jetzt, Tatjana, sei ein braves Pferd und geh nach Hause, okay? Pass auf dich auf. Fall nicht runter. Das ist der falsche... Egal. Das ist der falsche Weg. Alright. Are you ready? You should bring some healing items and weapons, just in case. This is a hazardous ruin, after all. Ruhe, geh weiter. Let's go. Die ist nicht die erste Gefahr, in die ich mich reinstürze. There aren't too many dangerous creatures in here, but still, stay close to me and you'll be okay. Ich hoffe, ne? Ich hoffe so, dass ich ihr den Popo retten muss. Damit sie... Ah, gib mir mal. Vielleicht gibt's Ausdauer wird hergestellt, verbleibende Anwendung. Nö, ich bin gerade noch voll. So, dann komm mit. Oh, das sind ja kleine Robodinos. Oh, wie cool. Die sehen richtig cool aus. Siehst du, ich habe schon drei erledigt, bevor die überhaupt da ist. So. Haha, wie cool ist das denn? Die Viecher sehen richtig cool aus. So, komm, mach das kaputt. So. Ja, ich geh mal... Ich brauche ein besseres Ding. Okay, das war Cheaten, Fräulein. So, okay. Mal gucken. Exit. Okay. Ist das eine Kiste zum Mitnehmen oder Aufmachen? Nö. Sackgasse. Das sieht echt so aus, als wäre das irgendwie runter. Also als wäre das nur der halbe Raum, ne? Irgendwie. So, da ist... Zu?
Ich finde die voll cool, diese Robotino-Dinger. Geschützhund. Aber das sieht erst wie so ein... Wie so ein Dino. Damn drauf. Hey, Mädchen. Du und deine Spezialattacke, ey. So. Aufhören, mich zu hauen. Okay. Und zack. Ich bin ja gespannt, was hier dann rauskommt. Also ich finde die Kreaturen hier finde ich echt cool. Ich will sie vermöbeln. Die sind schon fast tot. So. So, okay. Ja, wir können jetzt können wir einmal benutzen. Hey, ich habe doch gerade benutzt. Achso, Ausdauer geht hoch. Ah, okay. So, Hut mit Hut des Reisenden. Ah, kriege ich hier das ganze Set voll oder was dann? Das wäre auch lustig. Okay, da sind da ganz viele. Wo kam ich denn jetzt her? Da kam ich her. Da geht's überall noch weiter, oder? Da ist noch einer. Da ist noch einer versteckt. Und ich krieg doch ein bisschen auf die Nase, wie es aussieht, ne? Aber ich hau mich da einfach so ins Getümmel. T-Shirt des Reißenden. Ne, Saphirring können wir herstellen, okay. Benutze ich mal ein Heilband. Heilbandage. So. Puff. Passt doch, geht doch. Verlaufen mal ab. Ich habe mir verlaufen. So, ich glaube hier jetzt lang. Versuch halt alles irgendwie abzusuchen. Das sind noch Kreaturen. Da ist nichts mehr. Genau, dann müssen wir hier entlang. So, tun wir mal so gucken. So, ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, so ist gut. So. Ich würde es auch ohne deine Hilfe schaffen, Marlin. Ah, nicht, dass er sich dann was einbildet. Oh nein, da wollte ich nicht hin. Nein! This is the door that won't open. The motors are over there. Okay. Okay, da wird gleich. Ich will erst hier gucken. Also, da müssen wir dann sowieso hin, glaube ich. Und dann den Dings nachsehen. Nicht genug Strom zum Einschalten. Alles klar. Dann hier. Verbessern, reintun. Und den da reintun. Was dahinter wohl sein wird. Okay. Maybe that wasn't it. Drat. Ja, du musst noch den Schalter umlegen. There's probably a lock release somewhere. Let's go find it. Sis. Halt einschalten. Bam, ich hab die Tür geöffnet. Na, Marlin, was sagst du dazu? Oh, wie schön. So, erstmal umgucken. Oh, Kiste. Ich weiß schon, welche. Look at that. Ja, eine Tafel. Großes Pult. It's a computer of some sort and it's pretty well preserved. Maybe it'll even work. Code source. Oh, brother. It seems like we triggered something. Let's get out of here. Nicht ohne meine Kiste. So, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich hau doch jetzt nicht ab. Da kommt doch bloß ein Boss, den klatschen wir um, dann der gibt guten Loot, würde ich mal sagen. okay. Na, immer dieses... Oh, da ist noch eine Truhe. Immer diese Sachen anklipsen und sich dann wundern, wenn was passiert. Kriegshammer. Okay. So. Oh, da ist jetzt dicht. Ach du meine Güte. Gib mir. Zurück. Du wirst uns zerquetscht. Aber ich habe die Kiste. Ich hoffe, das geht wieder auf. Sonst haben wir ein Problem. Jawohl, siehst du, es geht wieder auf. Aber die Kiste wollte ich noch, bevor sie zerdeppert wird oder so. Feuer. Oh Gott, das ist ja richtig. Das ist ja richtig böse hier. Uiuiuiuiui. Ich laufe da einfach durch. Okay, da war noch eine Wand. Das ist heftig hier. Das ist richtig böse.
ich hätte es schaffen können, wenn da hinten nicht noch die böse Wand gewesen wäre. So. So. Aua, aua. Ah, okay, okay. Es war ein Ticken zu schnell. Die Nase war schon da drin. So. 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 Kommst du mit? Toll, die läuft einfach durch, ne? Mach mal deinen God-Mode aus, bitte, Marley. Du bist ein bisschen am... muss auch so durchdingsen wie ich. Oh, da ist was für mich. Und das ist der Ausgang. Benutzen. Ja. Ich will. Und da ist was Schönes. Und was ist auf der anderen Seite? Warte mal, wir kamen von da, genau. Lass mich umschauen. Da war die krasse, heftige... Okay. Ach, da waren wir schon. Genau, da waren wir schon. Okay. So, so. Und dann hier. Ist da jetzt der Big Boss? Der Schweinchen? Das hat Flügel. Ah! Marley ist draußen. Marley ist draußen. Und da ist Schweinchen-Bot. Okay, ich werde sterben. Okay, einfach mal dranbleiben und... vielleicht abhauen wäre vielleicht keine schlechte Idee. So, warte. Wo ist das Schweinchen? Da ist das Schweinchen. So. Ah, jetzt ist Marley doch dabei. Okay, dann schaffen wir das. So, komm her. Schweinchen, Schweinchen. Soll das so eine Anspielung sein auf die Gilde? Autsch. Ja gut, das geht ja doch schneller als gedacht hier, ne? Und Schweinchenbot ist gut. Jawoll. Tot. Marley, hast du das jetzt in die Wand gekickt oder was? Okay. Jetzt haben wir hier einen Schalter. Öffnen. Schalten. Okay. Und nun? Ist wieder alles offen, oder was? Ich glaube, jetzt ist wieder alles offen. Aber, ist das okay so? Müssen wir jetzt? Nee, Ausdauer. Wir haben ja genug Ausdauer. Boss besiegen und gehen. Achso, Boss besiegen und gehen. Alles klar. Hat er mir jetzt irgendwas Cooles gegeben? Kompressor. Ein Bild. Gemälde, Straße. Okay, dann gehen wir wieder. I'll need to take it back to the research center and see if they can work some magic. This might be pretty darn important. Verdammt wichtig, okay. Dann mach du das mal. Okay, coole Sache. Na, mal wieder was erledigt und ging schneller, als ich eigentlich dachte. Genau, aber dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.